und herzlich willkommen bei Crizzles Delicious. Heute zaubern wir zusammen ein richtig leckeres Ofenomelette. Ich habe mich heute für die runde Stoma hier entschieden. Die eignet sich hier dafür perfekt, aber ihr könnt es natürlich auch je nach Größe auch auf andere Formen anpassen. Und ich würde sagen, da das Ganze so fix und so einfach ist, zeige ich euch schon mal die Zutaten. Für unser Ofenomelette benötigen wir 8 Eier der Größe M, Pfeffer, Salz, Tomaten, da habe ich in etwa 300 Gramm kleine Cocktailtomaten und die geviertelt. Eine Zwiebel, die auch ganz fein gewürfelt. Ich habe jetzt nur eine weiße. Wer da hat, kann auch die rote benutzen. Die finde ich dazu eigentlich sogar noch ein bisschen passender. Dann benötigen wir ein Schnapsgläschen voll Milch. Also man kann auch sagen, ein Schuss Milch, Muskatnuss, dann habe ich hier 3 Esslöffel geschnittenen Schnittlauch und in etwa 100 Gramm geriebenen Käse. Da habe ich Gouda. Ich zeige euch ja quasi heute die ganz einfache Variante mit Tomaten, also vegetarisch gehalten. Man kann das so variieren, so wie ihr es am liebsten mögt. Man kann zum Beispiel die Tomaten durch Paprika austauschen und die fein würfeln oder dazugeben. Das schmeckt auch sehr lecker. Oder je nachdem, wann ihr das Omelette vorbereitet oder zubereitet. Zum Frühstück finde ich, also benötige ich keinen Speck, aber ich finde, wenn man sowas zum Abendessen vorbereitet, da würde ich vielleicht sogar noch so eine kleine Packung 50 Gramm Speckwürfel hinzumachen. Dann hat das Ganze nochmal eine richtig schöne Würze. Und wenn man jetzt zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Geschmäcker an einen Tisch hat, dann kann man das jedem recht machen, indem man zum Beispiel diese Vierkastenform nimmt von Pampered Chef. Und da könnt ihr ja quasi in die eine Mulde Tomaten füllen, in die andere Mulde Paprika, in die andere Mulde mit Speck und in die andere ganz neutral. Und so kriegt ihr auch alle zufriedengestellt. Jetzt nehmt ihr euch eine Gabel zur Hand und gebt den Schuss Milch zu den Eiern und verquirlt die schön kräftig mit der Gabel. Dann nehmt ihr die Tomaten, die gebt ihr jetzt einfach hier schon mal in die Form rein mit den Zwiebeln. Dann wird sich das Ganze schon mal auch einzeln mit ein bisschen Salz und Pfeffer und gebt ihr auch noch einen kleinen Hauch Zucker drüber. Und nicht vergessen, die verquirlten Eier, die würzen wir natürlich auch noch. Die würzen wir jetzt mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Und dann gießen wir jetzt dieses Eiergemisch einfach nur über unsere Tomaten, geben dann noch den geriebenen Käse ein bisschen drüber und dann wandert das Ganze auch schon in den vorgeheizten Backofen bei 220 Grad für etwa so 20 bis 25 Minuten. Schaut einfach mal von oben rein, wann es euch fest genug ist. Da könnt ihr auch einfach den Test machen, wenn ihr euch so einen Schaber hier nimmt. Und dann, wenn ihr ihn rausholt, einfach mal so reinschneiden. Wenn das dann alles fest bleibt, dann ist es genau richtig. Ansonsten ist es noch nicht ganz so gut durch. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr probiert das Rezept auch mal aus. Das Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Und schreibt mir doch gerne, was ihr euch noch so für Rezepte wünscht. Ich bin da ganz offen und hole mir da gerne Inspirationen von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.